Hallo und willkommen zurück zu Judgment. Und es geht dem Ende entgegen. Wir werden jetzt erst nochmal einen Angriff abwehren. Und dann gucken wir noch, dass wir diesen Buff hier fertig bekommen. Dass wir das hier vielleicht noch fertig bauen. Und dann werden wir hier diesen Angriff durchführen. Den letzten Überfall. So, jetzt werden wir erstmal die Leute wieder zum Verteidigen aufstellen. Ja. Auf geht's. Jawohl. Hier haben wir jetzt Engel und Morax. Aber das sollte wohl kein Problem sein. Ich setze die mal weiter nach rechts. Damit das mit dem Koordinieren einfacher ist. So. Die anderen Sachen sind auch gerade wieder abgelaufen. Die muss ich dann auch wieder einstellen. Die Buffs. Okay. Die sind ein bisschen schwer da rauszupicken. Nehmen wir den vielleicht einfach mal. Das ist nicht so gut. Naja, die Engel stehen da jetzt ein bisschen blöd. Ich hätte da einigen Leuten aber auch die besseren Science-Gewehre geben sollen. Auch Schaden. Okay, da kommt die. Das, den wollte ich eigentlich damit gar nicht. Nein! Trixie hat's zerfetzt. Machen wir das nochmal neu. Ja, es sind halt schon sehr viele, die auf harten Fernkampf gehen. Tom hat die Strahlenkanone. Die kann auch eine Strahlenkanone haben. Und mehr ist das auch nicht. Okay, das ist jetzt schon wieder eine einfachere Gruppe, weil hier keine Engel bei sind. Dann können wir die sehr einfach fokussieren. Auf geht's. So, und da ist Morax. Da drauf, da drauf. Drauf. Der nächste. Jetzt kommen hier ein paar mehr rein.
Und das sieht gut aus. Und alles erledigt. Und dann müssten wir das hier wieder neu setzen. Und das hier muss jetzt fertig werden. Und schön wäre, wenn wir das hier auch noch bekommen würden. Okay. Ja, warten wir das bisschen noch. Das hier läuft wieder ab. Wir haben schon ziemlich viele jetzt, die nichts mehr zu tun haben. Ah, da sind sie wieder beschäftigt. Bitte nicht schlafen gehen. Ja, wunderbar. Trixie ist gestiegen, unverwüstlich. So, und nochmal. Ah, die ist auch auf 10 jetzt gekommen. Schutz. Satanist. Rüstung durchdringen. Mhm. Ja, meinetwegen. Okay. Dann bauen wir hier den noch gerade um. Und dann haben wir alle ausgerüstet. Und ziehen hier ins Gefecht. Was wir halt jetzt noch nicht haben, was noch schön gewesen wäre, ist das hier. Hier können wir noch irgendwas erforschen. Nitrocellulose. Wie würde man das denn bauen? Ein Phosphor und Baumwolle. Mhm. Ja, machen wir das einfach noch. So. Weil die Forschungen, die machen jetzt keinen Unterschied mehr. So, schwere Entscheidungen. Obwohl es keine Garantie gibt, dass ein beschworener Dämonenfresser die Dämonen angreifen wird, statt sich ihnen anzuschließen, schreitet das okkulte Team weiter mit seinem Vorhaben voran, das Beschwörungsritual durchzuführen. Es weist darauf hin, dass die Benutzung des Beschwörungskreises des Rekrutierers, angetrieben durch den Okkultgenerator, die Erfolgswahrscheinlichkeit erheblich erhöhen würde. Die Beschwörung dauert einige Minuten, also plant euer Team, ein Mitglied des Trupps das Ritual durchführen zu lassen, während die anderen es dabei beschützen. Die Wissenschaftler ihrerseits sind jedoch davon überzeugt, dass die Verbindung zwischen dem Okkultgenerator und dem Höllentor eine einmalige Gelegenheit darstellt, die Antimaterie in dem Generator zu speisen, würde sie direkt in das Höllentor schließen und es höchstwahrscheinlich sofort zerstören. Leider würde eine solche Expedition das Bollwerk zerstören und viele der Sklaven, die sich darin befinden, töten. Besorgten Berichten der Höllentorkundschafter zufolge pulsiert das Portal nun stark und eine Art Morphogenese scheint bevorzustehen. Wenn diese neue Antimaterie-Lösung gewählt wird, wäre nun die Zeit, den Timer des Detonators festzulegen und anzufangen, eure Gruppe zu evakuieren. Ihr müsst nun eine Entscheidung treffen. Okay, Moment, das machen wir aber anders. Dann lade ich hier nochmal. Gerade. Shit, da muss ich die Verteidigung nochmal neu machen. Machen wir das aber. Dann mache ich davor nochmal einen Speicherpunkt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Aber. Ach, shit, das war doof. Weil hier kann ich jetzt nicht mehr speichern. Andererseits kann ich. Ist egal. Dann machen wir das da jetzt einfach. Dann müsste man das halt von dem Punkt dann nochmal neu machen. Ich habe ja kurz vor dem Angriff gespeichert, also was soll's. Das jetzt da nochmal zu machen, macht auch keinen Sinn.
Also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir sollen entweder, also wir können entweder die Beschwörungsmöglichkeit wählen oder die Wissenschaftsmöglichkeit wählen. Und beides scheint halt ein Risiko zu haben. Hierbei könnten wir was halt durchführen und ja, da könnte es halt sein, dass wir gegen einen zusätzlichen Dämonen kämpfen müssen. So, eine einmalige Gelegenheit, die Antimaterie in den Generator zu speisen, würde sie direkt in das Höllentor schießen und es höchstwahrscheinlich sofort zerstören. Leider würde eine solche Explosion das Bollwerk zerstören und viele der Sklaven, die sich daran befinden, töten. Besorgten Berichte der Höllentor-Kundschafter zufolge pulsiert das Portal nun stark und eine Art Morphogenese scheint bevorzustehen. Wäre nun die Zeit, den Timer des Detonators festzulegen und anzufangen, eure Gruppe zu evakuieren. Das klingt irgendwie sinnvoller. Noch einen Dämonen zu beschwören, klingt ein bisschen. Oh, die Karte ist aber schon ordentlich groß. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich da was wählen soll. Überfall! Da oben ist wer. Und die würden wir jetzt auch da pullen. Und gepullt. Oh, oh, oh. Sniper. Tom hat was auf die Nase bekommen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir ganz nach Norden müssen. Aha. Zurück. Waffi. Und der hat eine fiese Waffe. Ist aber nicht da durchgekommen. So fies war sie dann doch nicht. Der hatte Kettensäge. Der hat eine Minigun. Buffy. Ups. Da laufen aber halt ein paar mehr rum. Von hinten.
bekommen. Ja, die sind aber nicht geaddet. Ja. Da oben. Da kommen welche. Da kommen auch noch welche. Ja. So, da müssten wir das Ding dann beschwören, nehme ich an. Aber kann ich da ja jetzt auch nichts aussuchen. Und mein Ziel steht jetzt... Ja doch, hier. Beschwöre den Dämonenfresser oder speise Antimaterie in den Okkultgenerator. Vielleicht kann ich das dann aussuchen, nachdem der das gemacht hat. Oh, da kommen noch mehr. Oh. Austreiben? Was ist denn austreiben? Aha. Last nehmen. Nein! Okay, ich weiß halt nicht, ob jetzt alle Gegner der Karte auf mich zukommen oder ob das, das sind auf jeden Fall schon ziemlich viele fiese Gegner. Ich guck einfach mal jetzt, wie weit wir das hier getrieben hätten, wenn wir... Aber Milan wird jetzt auch sterben, weil die nicht so schnell den Tod bekommen würden. Na doch. Irgendwer greift mich da unten noch an. Von oben, oder was? Ah ja, hier. Aber das heißt, ich müsste da jetzt wieder von vorne anfangen. Ah ne, müssen wir nicht von vorne anfangen. Aber da kommen die nächsten. Und damit ist es dann vorbei. Mal gucken, was passiert. Ob jetzt quasi alles gescheitert ist. Ja, genau. Deine Basis wurde zerstört. Die Dämonen haben deine Leute überwältigt. Die Hoffnung ist verloren. Vielleicht wird es einer anderen Gruppe in einem anderen Teil der Welt besser gehen. Werte. Tage überlebt 121. Überlebende gerettet 33. Dämonen getötet 11.470. Plünderungen 1031. Ja, Karte erkundet 85%. Mhm. Besessene.
Elena, Milan, Milan, Trixi. Überlebender Trixi. Hä? Okay. Dann machen wir das nochmal. Na, ich denke, das geht schon, aber die Gegner sind schon ziemlich fies. Was passiert denn, wenn wir hier entlang laufen würden? Eine Sackgasse, okay. Aber da muss die Crew schon gut ausgerüstet sein, sonst wird die Mission nicht so wirklich schaffbar. So, zurück. Geht Buffy nach vorne. Mhm. Bams. Das Problem da ganz oben mit dem Dingen, mit dem Beschwören oder was auch immer man da tut, ist halt, dass sie von allen Seiten kommen können. Das ist zu weit. Allein, was der jetzt da an Schaden verursacht hat. Das ist eigentlich schon zu viel. Da müsste man vielleicht wirklich jeweils überlegen, wie man die am besten, jede Gruppe am besten angreift, damit man das bestmögliche Ergebnis hat, wenn man oben angekommen ist. Weil die Gegner, die ja jetzt hier sind, die dürften immer statisch sein. Das sind immer dieselben. Also hier war jetzt das Sinnvollste. Ach, da haben wir noch eine zusätzliche Gruppe. Die könnten wir aber auch angreifen. Aber da habe ich jetzt das Problem mit dem Typen. Okay, passt aber. So, nimm mal Buffy. Feuer. Passt. Und weiter geht's. So, und dann haben wir die zwei Typen da oben. Der hat ein Schwert. Der andere ist der Gefährliche. Mhm.
Was hat der? Reichweite 5. Okay. Reichweite 12. Der greift jetzt an. Dann greifen wir auch den an mit der hohen Reichweite. Hat er schon trotzdem gut Schaden bekommen. Da geht's weiter durch. Das Teil war aber mehr auf der linken Seite. Der hat wieder ein Schwert. Da ist aber bestimmt auch wieder ein anderer noch mit bei. Reichweite 7, das ist aber okay. Oh. Okay. Das ist jetzt so ein Arschgegner. Das war aber jetzt auch schon fieser Schaden. Umso länger ich hier stehe, umso mehr ziehe ich natürlich von den anderen Seiten an. Ah, okay, das ist dann ein Ritualplatz. Da könnten wir wahrscheinlich dann das andere Ziel erreichen. Magischer Kreis. Die scheinen da aber fix zu sein. Ich denke auch nicht, dass die dann mitkommen. Reichweite 3, Reichweite 1. Die haben also keine Chance. Oh shit! Okay, damit bin ich im Eimer. Zu viele. Ja. Also das war auf jeden Fall blöd. Die rechte Seite ist wahrscheinlich dann ungünstig. Auf ein neues. Reichweite 5. Reichweite 3. Die können beide eigentlich nichts.
Versuchen wir mal links rumzulaufen. So, hier hatten wir ja grundsätzlich vorher aber auch schon diese Gruppe, die da angekommen ist. Vielleicht, wenn ich einfach auf diese Gruppe warte. Von oben. Naja. Der Vorteil ist da, dass die dann alle die angreifen. Die hat mit ihrer Rüstung doch schon jetzt ordentlichen Vorteil. Okay, da haben wir wieder einen, den sollten wir dann auch. Das ist ein bisschen. Ach, rechts sind auch welche. Ziehen wir mal rüber. Aber da können wir anscheinend nicht durch. Doch, da ist ein Durchgang. So, du zurück und du auch. Okay, drauf. Haben aber den richtigen angegriffen. Da ist noch wer. Ja, damit habe ich die gepult. Die kommen aber jetzt zurück. Ja, die hat ordentlich Schaden trotzdem kassiert. Aua, 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 aua. Ah, der ist gerade, deshalb versackt das. Der ist gerade gestorben, als der Dings ankam. Das ist aber schon nicht besonders gut jetzt. Da sind die nächsten. Die muss ja nach vorne. Der hat eine Reichweite von 5. Okay. Da kommen die nächsten. Ja. Sniper. Der bleibt hier stehen. Wir machen erstmal den kaputt. Auf den. Ist jetzt fast im Eimer. Sind sie ziemlich alle verletzt? Dann lohnt es sich jetzt.
den zu machen. So, dann räumen wir erst nochmal hier was frei, falls da noch wer sein sollte. Ich sehe aber niemanden. Okay. Dann nehmen wir die wieder. Die stellt sich dahin. Und dann hoffe ich, dass wenn ich den Rest hier hinstelle, dass die dann immer angegriffen werden. Und eben nicht die. Okay, da kommt der erste. Oh, da kommen zwei. Reichweite 1, okay. Shit. Ja, das ist das Problem. Der hat eine zu hohe Reichweite. Wow. Da hätte ich aber jetzt auch nicht viel anders machen können. Den kann ich nicht länger heilen. Und Alina ist jetzt auch fast tot. Kommt wieder wer. Der hat aber keine Reichweite. Und hier. Reichweite 7. Nein, okay. Das geht noch. Die sind auch vollkommen im Eimer. Aber ich hatte doch gesehen, dass ich... Wird der noch ange... Oh, da wurde noch geschossen. Ah, das ist ja fies. Ja, die ganzen Sniper sind das Problem. Ah. 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 Ich meine, das Gute ist da, dass man das nicht an einem Stück machen muss, wie ich ja davor schon gesehen hatte. Man kann also ein bisschen daran hantieren und dann weitermachen. Das heißt, der eine Charakter, der da stand, der kann auch im Kampf mitmachen. Oder verliert man eventuell dann auch mehr Zeit. Da weiß ich natürlich nicht, wie die Mechanik aussieht. Sniper sind das, was halt hier so fies reinhaut.
da haben wir ihn. Der hat ein Schwert. Der hat eine hohe Reichweite. Gehen wir da mal ein bisschen zurück. Der muss eh rankommen. Der hier macht mir mehr Sorgen. Okay. Da hat Buffy aber schon wieder ordentlich Schaden bekommen. Das sind zwei Gruppen, glaube ich. Okay, jetzt haben wir aber alle gezogen. Und der ist sofort gestorben. Ja, da stand natürlich der Falsche zu denen zugewandt. Ja, ich glaube, das wird noch viele Versuche dauern. Und da bin ich auch tatsächlich froh, dass ich hier mir doch Zeit gelassen habe, mir die Sachen noch zu holen. Wo die andere Gruppe ist, die ich hier sonst angetroffen hatte. Da ist wer. Die kommt zu mir. Dann müsste die auf jeden Fall nach oben. Das war vielleicht ein bisschen zu viel nach oben, aber... Ja. Passt. Weiter. Da ist wer. Irgendwer, ach, da unten. Das passt aber bisher ganz gut. Alina ist die einzige, die wirklich Schaden genommen hat. Das sind jetzt nur zwei. Der eine hat einen Bogen. Und der hat keine Ahnung. Der zurück. Shit, von hinten! Okay.
Ach, die wird aber auch ordentlich angegriffen. Ja, der Angriff von unten war jetzt auf jeden Fall nicht so cool. Haben wir noch Heilung? Da ist eine Heilung. Da ist eine Heilung. Okay, das ist aber auch nicht gut. Was? Ah, da war ein Sniper und Buffy ist gestorben. Ja, und die stirbt jetzt wieder. Puh, ja, das ist schon ziemlich brutal. Und ich weiß nicht, ob ich, wenn ich das anfange zu bearbeiten, ob dann alle Gruppen automatisch loslaufen. Oder nicht? Vielleicht sollte ich das einfach mal austesten und einen Run dafür verschwenden, sag ich mal. Wenn es mal nicht so gut läuft und einer stirbt und ich aber trotzdem noch da rumdoktoren kann, dann kann ich es mal ausprobieren. Das ist auch ziemlich fiese Waffe. Also im Nahkampf sollte man sich hier wohl auch nicht erwischen lassen. So. Drei Stück. Yes. Ah, shit. Weiter geht's. Hm.
Da kommen die Nächsten, die sind auch schon wieder gepult. Shit. Nur der eine. Okay. Na, noch sieht's eigentlich ganz okay aus. Der da, ne? Ah, es sind ein bisschen viele. Die hätte ich wahrscheinlich direkt abziehen sollen. Ne, die fängt wieder von vorne an. Da haben wir noch eine Heilung. Und das war's. Da kommt wer und ist auch schon direkt aggro. Aber diese kommen zumindest alle verhältnismäßig nah ran. Mhm. Alles zurück. Reichweite 3, Reichweite 5, Reichweite 3, Reichweite... Ah. Reichweite 7. Kann ich halt leider nicht. Irgendwer schießt noch. Naja, hätte ich das nicht nochmal neu angefangen, wäre der jetzt wahrscheinlich schon bei der Hälfte. Kann auch sein, dass hier ein Wissenschaftler das dann schneller hinbekommen würde. Also, dass man da einen Wissenschaftler bräuchte, der da ran hantiert. Aber gut, ich mach dann hier erstmal einen Schnitt und dann werden wir das beim nächsten Mal weiter ausprobieren. Also, das ist auf jeden Fall doch ziemlich hart. Also dann, schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis denne.